Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal mit was ganz anderem. So, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu ein paar Freunden. Der Mann hat sich wohl einen Elektroroller gekauft. Die große Frage, ich will den Radfahrer hier nicht so erschrecken. So, ja, alles gut. Ja, er hat sich einen Elektroroller gekauft und das Ding ist wohl jetzt gerade irgendwie geliefert worden. Er ist noch nicht zu Hause. Die Frau hat gerade angerufen, ist wie gesagt eine Freundin von uns und meinte so: Toni, kannst du mal hochkommen, kannst du das Teil mal angucken? Wer wo irgendwie mit 30 Ampere Akku und bla und dies und jenes. So, hier ist das Schulgelände, hier müssen wir mal gucken hier. Ja, so, hier rum. So, ich habe ein bisschen Werkzeug eingepackt. Wir schauen uns das Ganze mal zusammen an. Ich glaube, es wird lustig. Ich ahne Schlimmes. Aber naja. Also es ist wohl dafür gedacht, für einen Arbeitsweg von so 15 bis 20 Kilometern. Puh. Mir macht das Ganze jetzt schon ein bisschen Angst. Aber was soll's. Ja, so, da wären wir. Ich muss natürlich vorneweg fragen, wegen Film. So, ja. Film ist okay? Ist filmt? Ist es okay? Ja, dich blende ich dann aus. Also ich mache da ein paar Stricheleien. Ja. Ja, ja. Wir schneiden das erstmal auf und dann gucken wir mal. So. Ich muss mal das Teil hier absetzen. Ich packe mich hier irgendwo hin. Das ist wohl das gute Stück. Ziehen wir das mal ab. So. Wunderbar. Mach mal erste. Ja, ne, keine Ahnung. Ich filme doch öfters mal. Achso? Ja, ja. Und der Plan war eigentlich, ich wollte nämlich heute schon nach Chemnitz zu jemand anders fahren. Achso. Auch mit einem Elektroroller. Soll ich denn mitmachen? Wenn du dir die Finger brichst. Ja, danke. Zack. Ja, machen wir hier das gute Stück, das machen wir mal raus. Ja. Mal gucken, was da drauf steht. Schade, steht kein Typ drauf. Ne, steht bloß ein Containertyp drauf. Achso, der müsste aber hier drin, der müsste zurückkommen. Mhm. Ja, müssen wir sowieso erstmal reingucken. Das große Überraschungspaket, das ist wie hier Westbeckel. Ja. Was immer lustig klingt in die Videos, das ist unser Sächsisch. Ja. Also ich versuche dann immer so ein bisschen Hochdeutsch zu sprechen. Ja, es ist sehr kompliziert, muss ich wirklich mal so sagen. So, also wir haben hier. Wir haben hier erstmal ein paar Papiere. Das ist das Wichtigste. Das ist nämlich für die Anmeldung. Also wenn das Papier weg ist. Ah, da kann dann nämlich eine Förderung beantragen. Für das Ding noch eine Förderung? Ja, ja, kriegst du. Okay, okay. Ja, aber auf jeden Fall brauchst du das hier für die Versicherung und alles. Ja. Hier steht was drauf. 61 Kilometer. Ja. Euro 5, 61 Kilometer. Die Länge wäre 2 Meter und 12. Genau, 2 Meter 12. Höhe 85 cm. Na da. Maximum 45 km/h. Ja. Und was hat er gesagt? Mit 30. Ja, da bin ich jetzt gerade drüber, habe ich jetzt irgendwas über den Akku hier zu sehen. 0,2 kW. Von Akku sehe ich jetzt erstmal hier gar nichts da drauf. Hm, das ist vielleicht dann irgendwo anders. Gucke. Warum bringe ich Werkzeug mit? Na, nicht so. Jetzt wird es ja verrückt. Die liefern also hier das Werkzeug dazu. Also muss auch immer. Dann müssen wir mal gucken. Ja.
Das sieht man natürlich in dem Video jetzt ganz schlecht. Da muss man natürlich mal ein bisschen hochdrehen. So. Also eine Handyhalterung gibt es dazu. Ja. Eine Handyhalterung hat er schon damit dazu. Müssen wir mal gucken, dass wir hier aus dem steht die andere Beschreibung. Ja. Schön. Steht eigentlich im Grunde genommen nochmal das gleiche. Hier steht was von 12 bis 20 Ampere. Also nichts von 30 Ampere. Was ist denn da 30 bestellt? Also es gibt wohl hier zwei Akkus, ja. Und der eine wäre 12 Ampere und der andere 20 Ampere. So, und jetzt gucken wir also, natürlich. Ach, das sind 32 Ampere und das sind die gleich. Nee, der eine Akku, es gibt entweder bloß einen 12er oder einen 20er. So, und jetzt gucken wir mal rein, was wir hier von den Akku finden. Da wird ja wohl hier irgendwo Sinn. Bevor wir hier alles groß aufgucken. Ich dachte jetzt, hier wäre Fell drauf geklebt, aber es wird immer verrückter hier. So, mal sagen wir, was wir hier haben. Das ist das Ladegerät. Das wäre ein bisschen leicht für den Akku. Ne, das sind die Spiegel. Die Spiegel muss man auch mal sichern und zur Seite legen. Haben wir. Wir haben Spiegel. Wir haben ein Ladegerät. Auch zur Seite. Wir haben ein Zertifikat. Wir haben die Toilette. Wir haben das. Nochmal Verpackung. Ja, mal gucken, ja. Mir das hier noch irgendwas entgegenkommt, Beste. So, weil. Scheint aber, das scheint locker. Das ist wahrscheinlich länger. Verpackung hat aber einen Sitz hier drauf. Also meine Güte, das ist dir. Tja, jetzt müssen wir natürlich irgendwie die Verpackung hier aufmachen. Nee. Das kannst du nicht machen, die kannst du nicht umkippen. Wenn das Ding hier, ach, das wiegt ja auch ein bisschen was, also es ist ja nicht so. Aber was mich jetzt hier dran stört. So, das Überraschungspaket. Wenn man natürlich mal hier die Kamera ein bisschen drehen. Sieht erstmal lustig aus. Ich habe nur keine Ahnung. Ja, ne, das hier ist wahrscheinlich. Vorsicht, Vorsicht. Das ist wahrscheinlich der ganze Lenker jetzt hier. Das ist ein bisschen doof gemacht. Weil. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie wir hier rankommen. Ich muss mal die Seite noch aufmachen. Also umkippen kann es wohl erstmal nicht. Ich muss mal die Seite hier noch aufmachen, damit das hier die andere Pappe noch ein bisschen zur Seite klappt. Wir haben einen 14er, einen 12er Schlüssel, einen 17er. Noch ein 14er und die kleinen Dinger, mehr brauchst du nicht. Ja, die hier sind übrigens ganz wichtig. Ja, die kommen ja von den anderen. Die kommen von der Ende Gabel. Ja, irgendwie. Das ist bei allen Modellen ab letzten Jahres, ist das, glaube ich, Pflicht sogar. So, jetzt müssen wir bloß mal hier schauen, dass wir den Spaß erstmal abmachen. So. Einmal. Das sind jetzt die Gabelbrücken. Hm. Wir drehen das mal hier, damit die Leute auch ein bisschen was sehen hier. Dann später. Wir machen jetzt die Gabelbrücken auf. Weil irgendwie muss ja der Lenker erstmal ran. Sonst haben wir ja da gar keine Gewalt drin. Das ist schon. Also. Es sieht erstmal von der Verarbeitung her. Für einen groben Überblick sieht es erstmal ganz cool aus. Ja, es ist geil. Also, es ist nicht sehr billig. Das auf jeden Fall. Aber kommt es jetzt mit dem, was ich jetzt der Kollege in Chemnitz geholt hat? Dem Nehmer, was ich da vorhin gerade gesagt habe? Das weiß ich nicht. Der hat es für seinen neuen jetzt, ich glaube, 2,5. 2,6 hat er, glaube ich, bezahlt. Ja, wenn das so. So. Wir machen den erstmal. Ja, es geht, es geht, es geht. Ich muss erstmal grob erstmal alles festmachen, damit der Lenker erstmal ein kleines bisschen hält.
Weil er muss ja sowieso noch eingerichtet werden. Von der Höhe. Gut. Ich hätte jetzt nie gedacht, dass er sich eine Shopper holt. Also, dass dann hier im Dorf noch eine Harley rumfährt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich sag, da kenne ich nicht, die Beine hier so kann ich nicht machen. Das ist für ihn mehr das Entspannende, Beine so bitte. Ja, es ist Tatsache entspannend. Also dieser Bobbersitz, also das kann man jetzt gleich erstmal sagen, also wenn ich so davor stehe, da hat tatsächlich eine Breite so von ungefähr hinten so 30 cm bald. Mhm. Also 300 mm für die einen. Und da muss man natürlich ganz schön sagen, also das ist bestimmt sehr, sehr bequem. Ich probiere das natürlich nachher aus, ist ja logisch. Ja. So, also, was ich noch nicht gefunden habe, Tatsache ist, ach, die Schlüssel, die sind da unten, gut. Die Schlüssel sind da unten. Aha. Die machen wir nämlich auch. So, so eine Gabelbrücke ziehen wir natürlich immer schön über Kreuz an. Ja. So, haben jetzt mal das Gröbste mal zusammengebaut. Also es ist von hinten, ist schon ein ordentlicher Kravenzmann an Reifen drin. Also nicht schlecht. Die schöne Alufelge. Das sieht schon ordentlich aus. Von der Verarbeitung her, top. So von den Kabeln her, das sieht schon mal richtig gut aus. Schöne LED-Blinker dran. Nummernschildbeleuchtung ist auch dran. Hinten, Katzenauge, zwei Federbeine, nicht schlecht. Also dann auch schon mal was für größere Gewichte, würde ich sagen. So, der Akku wird wohl schon drin sein. Das Vorderrad müssen wir jetzt reinmachen und das wird eine Aktion. Ja, ja, passiert nicht. Der Helm da, hält er schon mal weg. So. Haben Sie hier ein paar solche tollen Motorschlüssel mit dazu geliefert? Mhm. Die sind. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, warum Sie hier so ein Schlehen mit dazu geliefert haben. Was soll denn das hier? Ah, auf der einen Seite ist 14. Und auf der anderen Seite ist der 17er. Okay. Dann haben wir. So. Also. Was ich jetzt ein bisschen vermisse, das ist, die haben jetzt zwar zwei Motorschlüssel dazu geliefert, aber Räder oder sonst irgendwas oder Bremsen oder sowas, das wird immer grundsätzlich mit dem Drehmomentschlüssel angezogen. Ne, und dann muss ich dann bei Gelegenheit, muss ich dann mal, oder ja, kommt vorne gefahren, mal mit dem Drehmoment mal festziehen. Aber da müssen wir uns vorher schlau machen, mit wie vielen Newtonmeter das Vorderrad hier angezogen wird in der Achse, die Motor. So, weil einfach so mit dem Motorschlüssel, das ist ein bisschen wie, gewollt, aber nicht gekonnt. Ne? Ja, eben. Also optische Schäden kann ich jetzt erstmal nichts erkennen. Hier ist eh nichts mehr dran. Können wir das hier bitte wegmachen. Zack. Die Schrauben für das müsste dort abschrauben, die sind da drin. Eingeschraubt. In der Tat, du hast recht. Die haben wir nicht gesehen, siehst du? Das ist sehr gut. Und da rupst du jetzt auf Arbeit? Ja. Ja, wie lange muss er denn arbeiten? Das ist fünf. Ach, ja. Guck mal, hier haben sie das Öl von der Wegmann gemacht. Mhm. Die einen machen es vorne weg rein, die anderen hinterher, das ist putsch. Jetzt haben wir es aber nicht mehr drin. Es ist okay. Drin ist drin. Rest interessiert jetzt doch nicht mehr, oder? Ist kaputt. Ja. Dann nehmen wir mal das Teil wieder unten raus. Und wiegt doch nicht. Ja. Auch okay. Mal auch weg von dir. So. Machen wir mal hier noch ab. Wir wollen noch mal sehen, wo hier getankt wird. Ja. Wir wollen ja noch tanken. Jetzt musst du anrufen.
mussten sagen, die haben einen Tankverschluss vergessen. Also er kann nicht tanken gehen. Also kannst du zurückschicken. Also ich bin mir noch nicht sicher, was das jetzt so für ein Design ist. Das ist mir alles noch ein bisschen komisch. So, ich muss mal. Schärfe alles. So, mit 30 Ampere. Akku. Ich hoffe, dass man das so ein bisschen erkennen kann. Ja, mal gucken. Also angegeben waren wie viele Kilometer? 65 Kilometer. Naja, pfff. Okay. Ich habe jetzt dafür zu behaupten, dass nun gar keine Beschreibung dazu ist. Das ist wirklich eine Katastrophe. Also das muss man mal so sagen. Hier ist überhaupt nichts dazu. Ach, du musst erst mal einen Stecker hier neu stecken. Was? Wo denn? In den Akku musst du erst mal einen Stecker neu stecken. Okay. Also dort drinnen, wo wir jetzt gerade drinnen waren. Genau. Also es gibt eine Beschreibung, aber die gibt es dann nur bei YouTube oder was? Ja. Ja, das ist auch gut gemacht. Okay, also für diejenigen, die das Teil zusammenbauen wollen, denkt dran, ihr braucht Internet. Ihr braucht ein Internet dafür. So, wie habt ihr den also rausgenommen? So, ja, hochgekippt. So, hochgekippt hier. Ja, ich sehe es, hier liegt tatsächlich ein Stecker. So. So. Jetzt ist da drinne. Gut. Neuer Versuch. Oh ja. Ah. Wir haben es bei der Alarmanlage ausgemacht. Ja. Ui, Kamera. So, Reichweite 61 Kilometer. Licht ist an. 00 Kilometer. Hier klebt wahrscheinlich. Nee, das ist Staub. Es ist ein bisschen schwach auf der Brust. Die Displays, finde ich. Gut, wenn du jetzt so, wenn du so guckst, ist es okay. Wenn du so guckst, das ist wahrscheinlich dann eher der Winkel. Nein. Was ich gut finde, dass sie hier die Schaugläser schön gemacht haben. Schön. Was sind denn dafür? Das ist für die Bremsen. Ach so. Nein. So. Das ist nur für die Bremsen gedacht. Spiegel und so weiter. Gucken wir dann. Wenn das mal alle ist, musst du auffüllen oder was? So leicht kannst du das nicht auffüllen. So, was ich jetzt aber feststelle, wir haben jetzt so an. Jetzt machen wir mal das Licht aus. So, ne, Licht an. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Okay. Also, Aufblenden, Abblendlicht. Haben wir. Blinker. Jo, oi. Ja, das sind natürlich mal schöne Blinker. Hm. Hin, gehen sie. Was? Der geht auch. So, also das ist jetzt hier. Warnblinkanlage. Was ich jetzt von Anfang an gleich feststellen muss, was er nicht hat. Also wenn der Blinker an ist, haben die meisten Roller haben so einen Klicken. So klick, dick, damit man weiß, dass der Blinker an ist. Hm. Ne? Hat er nicht, muss er immer drauf gucken. Hat er aber hier auch, gibt es eine Kontrolle? Ja, hier vorne gibt es eine Kontrolle. Also hier gibt es da einen Pfeil, da muss er dann immer mal gucken. Hm. Ne? Weil das wäre dann wichtig. So. So, da durch, den Ofen. Mal gucken, ob der Motor auch geht. Feuer! Das will ich immer mal machen. Uiuiuiuiui. Aha. Das war's wohl schon. Schön. Aha. Also, für mich tatsächlich wäre das nicht. Aber gar nicht. Ja. Also ich persönlich
Nee. Müsst ihr aufpassen. Er hat einen unheimlich starken Anzug. Ja. So, das muss man schon mal von vornherein sagen. Was natürlich für einen Elektroroller schön ist. Und das Licht brennt für immer. Ja, das kann man dann, glaube ich, auch ausmachen, ne? Ist aus? Das ist wie Standlicht. Also. Okay, ja, also ganz aus wird es wahrscheinlich nicht gehen, das ist, glaube ich, auch nicht so erlaubt. So, jetzt ist es ganz aus, ne? So. Naja, also sitzen, 1A. Aber ansonsten, das ist mir alles ein bisschen zu... Na, du hörst nichts und dann ist das wie so ein bisschen... Es ist nicht mal wie Fahrradfahren. Das ist irgendwie, hier sind übrigens auch kleine Kratzer. Also du bist jetzt halt schön gefahren, aber ich denke mal, das Ding kann ich wieder günstig gut verkaufen, weil die Kilometer zeigt doch nicht richtig. Und erst 1 Kilometer gefahren. Also, das funktioniert schon mal nicht. Also die KMH-Anzeige geht zwar, das habe ich vorhin selbst gesehen, aber Kilometer-Anzeigen tut erstmal null. So, das nächste, was hast du gerade gesagt? Das Profil ist verkehrt runter. Also da haben sie erstmal da war der chinesische Meister wieder perfekt und hat natürlich das Profil verkehrt rum drauf gemacht. Nicht schlecht. So. Und jetzt bist du wie viele Kilometer bist du jetzt so effektiv gefahren? 5 bis 7 Kilometer. 5 bis 7 Kilometer. Aber jetzt die her, also 8-9 Kilometer waren das schon insgesamt. Mm-hmm. Aber 1 Kilometer günstig, ne? Ja, ne, da kommst du dann wahrscheinlich mit dem Akku ewig hin. Ne? Aber Berg ist er wirklich relativ gut hochgefahren. Kann ich nicht mehr kommen. Ja, aber 45 schaffst du es hundertprozentig nicht. Oben da bin ich gefahren. Auf der geraden Strecke dann mit Einschlaf am Bub hatte ich 45. Das stimmt nicht, das habe ich geschafft. Okay. Wo habe ich selber gestanden? Ich muss gleich zweimal drauf gucken. Ja, ne, weil vor uns bin ich ja selber mal kurz gefahren und habe festgestellt, also 31, dann mal Ruhe. Dann ging nichts mehr. Ne. Kann nur erst sein, dass das alles noch ein bisschen braucht. So, also dein Fazit, Preis-Leistungs-Verhältnis? Ja gut, ich wollte es ja haben. Ne. Aber wenn das hier, das und das, ne, also man sollte schon ein bisschen gucken, aber ich wollte es ja haben, weil mir gefällt ja das Ding. Ich glaube, das kann man erst richtig besprechen, nach 2-3 Monaten, denke ich. Ja, aber jetzt mal so vom Groben her, muss ich mal ganz ehrlich sagen, also für mich selber, mir selber wäre es eigentlich preis-leistungsmäßig, wäre es mir zu teuer. Gut. Muss ich sagen. Ist ja das immer, ne? Ja, also das wäre für mich jetzt überhaupt nicht, das käme überhaupt nicht in Frage, weil für das Geld kann ich mir einen Benzinroller holen oder sonst irgendwas, ne? Und das muss man mal ganz ehrlich so sagen. So. Ja, wer das will. Ich wollte ja elektrisch. Ne? Genau. Echt toll, ne? Aber wie gesagt, vielleicht liegt das hier auch schon wohl drin. Du wolltest gerne eine kleine chinesische Bombe mit einem 30 Ampere, 30 Ampere, ja, 30 Akku. Ampere, ja. So, es sind ja schon ein paar Zellen drin. Also zum Glück wohnst du in der Nähe der Feuerwehr. Ja, genau. Da ist das perfekt. Die haben es dann später mal nicht weit, aber ansonsten passt das. Gut, also dein Fazit, du bist erstmal so zufrieden und den Rest werden wir dann später sehen. Genau. Ja. Was der Tacho dann noch sagt, ja. Naja, wenn du bei 1 Kilometer bleibst, ist das ja alles perfekt. Nö, kaum gefahren. So. Aber das Licht kann man ja nochmal zeigen. So, jetzt sieht man ja das wenigstens mal, das sieht eigentlich ganz nett aus. Also so ist das Licht jetzt an. Weil du einen Schlüssel anhast, jetzt ist das Licht aus. Aber ich habe doch hier auch ausgeschalten. Ja, du hast trotzdem ein Tagfahrlicht an. Ach, das ist immer an. Ja, das ist immer an. Mhm. Gut, also, ihr wisst Bescheid, Leute.